Dann lass uns die Spiele beginnen. Okay. Gehen wir rein. Ja, aber wenigstens hat er einen guten Körper. Es reicht. Sieht nach einer großen Orgie aus. Ah, sieht gut aus. Jungs, wir stellen uns. Deswegen sieht die Challenge wie folgt aus. Ich ziehe mich einmal aus und diejenige, die runterguckt, hat verloren. Die muss gehen. Die wird stehen können, die kommt mit mir ans Stranddate. Okay? Gut, dann stellen wir uns alle in eine Reihe einmal nach. Was zum Teufel? Zieh dir jetzt deine Hose auch noch aus. Ja, man darf nicht runtergucken. Setz dich. Ach. Karma. Willkommen back bei einem neuen YouTube-Video. Ja, reicht jetzt wieder. Wir haben es verstanden. Du hast gerülpst. Gerülpst. Ich habe heute wieder einen Special Guest dabei. Meine Freundin, die Annika. Rülps-Weltmeisterin seit 2002. Ihr alle wisst es, ich spiele bei Krass Klassenfahrt mit. Hier, Annika hat auch mal. Da ist 2 Staffeln auch mitgespielt. Und die wird ja produziert von Jonas Ems. Echt krass. Und Jonas Wuttke. Die beiden haben jetzt noch eine neue Serie gestartet. Neben Krass Klassenfahrt gibt es jetzt die Serie Villa der Liebe. Die Villa der Liebe. Also Krass Klassenfahrt ist eine Verarsche von Krass Schule. Und das ist, glaube ich, eine Verarsche von Bachelor. Glaube ich. Ich habe noch nie Bachelor geguckt. Dementsprechend weiß ich sowieso überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Das ist so geil, aber die letzten Jahre waren irgendwie scheiße. Das ist jetzt die erste Folge der ersten Staffel. Ich für meinen Teil habe keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Ich auch nicht. Und Boah, ich bin so gespannt. Wir gucken jetzt einfach mal rein. Let's go. Alter, das wird so geil. Die Villa. Aber voll das schöne Haus. Ein soziales Experiment, in dem ein attraktiver Teenager und 7 Single-Mädchen ein Wochenende gemeinsam in einer prunkvollen Villa leben. Doch nur eine von ihnen wird am Ende um seine Hand anhalten. Voll gut gemacht bis jetzt. Übergut gemachtes Intro bis jetzt. Sieht sehr, sehr, sehr einladend aus. Tesla. Tesla, die heißt... Die spielt auch bei Krass Klassenfahrt mit, da heißt sie auch schon Tesla. Die haben den Namen einfach beibehalten, wie witzig, okay. Wie heißt sie? Mittelfinger. Lol. Schwanger. Was Porter. Oh, Sky ist ein schöner Name. Fatima. Na, spielt auch da Fatima. Wer Johanna. Von ihnen wird sein Herz erobern? Jeden Montag und Freitag um 16 Uhr. Die Villa der Liebe. Immer gut gemacht. Könnte von RTL produziert sein. Real Rap. Ist ultra stark. Auf jeden Fall ganz schön hotte Kaninchen im Bauch. Bin überrascht, dass du mich nicht böse anguckst, wenn ich sowas sage. Richtig schönes Haus bis dato. Ja, das stimmt. Und der ist auch schön. Hast du gerade gesagt? Hast du gesagt, er ist schön? Mhm. Hast du das gerade ernst gemeint? Ich hab das gar nicht gesagt. Findest du ihn schön? Wer bist du? Der werde ich aber wild. Für mich ist es natürlich eine unglaublich aufregende Zeit. Ne? Ich darf ein ganzes Wochenende hier in diese wunderschönen Villa verbringen und 7 Mädels kommen hierher. Ja, es werden ganz viele romantische Stunden, die wir zusammen verbringen können. Und der Schauspieler, das geht bei gut. Sogar mit einer hier rausgeht. Vielleicht schläft er auch mit einer. Ganz wilde Aktion, Jungs. Ich merke schon, das wird richtig, richtig wild heute. Der Jonas setzt sich ein bisschen in Szene. Bisschen auf sexy Gärtner angelehnt. Hm? Und die 7 Dirnen sind sehr, sehr jung. Können wir auch mit dem Mädchen flirten? Also, nicht alle sieben. Stark. Stark. Erinner dich. Der Fluch der Villa der Liebe. Die erste kommt an. Wow. Herzlich Leute. Willkommen. Hi. Ich bin Alessio. Schön, dass du da bist. Brat. Leute, seht ihr den da mit der Sonnenbrille und dem Sakko, der da gerade redet? Das ist von Krass Klassenfahrt, der Aufnahmeleiter. Bei Krass Klassenfahrt, der heißt Felix, der arbeitet für Jonas und Jonas bei Moonvibe und produziert normalerweise immer mit Krass Klassenfahrt und ist Aufnahmeleiter und hat jetzt anscheinend auch eine Rolle übernommen. Fahrer. Perfekt. Ah. Wie random. Hallo, hi, herzlich willkommen. Baby, jetzt geht's los. Ey, ich hab nichts gesagt. Nö. Ich bin Köchin.
Köchin, sehr schön. Dann kannst du mir mal was Heißes kochen oder so, oder? Ja, wenn du... Unangenehm. Ja, dass du jetzt einfach gleich mit der zweiten Kandidatin ins Haus gegangen bist und mit ihr anstößt. Ich meine, möchte er nicht noch die anderen Kandidaten begrüßen? Ich finde es irgendwie, geht alles ein bisschen zu schnell. Was meint ihr? Ich hoffe, dass jetzt mal irgendwas Krasses passiert. Oh nein, jetzt kommen die alle an, Leute. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht jede begrüßen müssen. Fatima und Tesla. Die beiden spielen auch bei Krass Klassenfahrt mit. Digga, und wo ist jetzt der krasse Typ hier? Sie spielt auch da, die Asoziale. Fatima, guck dir mal die Villa an. Die ist ja, so okay, schön. Ich schwöre, die kann man sich wirklich schon geben, ja. Das wäre richtig krass. Und wir haben uns vor so langer Zeit hier bei Villa der Liebe beworben. Vor allem können wir dafür auch noch die Klassenfahrt pausieren. Ich schwöre, Ehrenmänner, so einfach wie... Ah, okay. Die machen Übergänge. Das heißt, die spielen tatsächlich jetzt bei Villa der Liebe mit und zeitgleich auch bei Krass Klassenfahrt. Und das spielt sozusagen beides in derselben Welt statt. Die reden da auch drüber. Nein. Oh. Was ist Cordula oder wie heißt sie? Das die, haben die nicht gekriegt. LOL. Aber als ob das wäre zu verzwickt. Das machen die, glaube ich, nicht. Okay, Leute, jetzt langsam müsste noch was Krasses passieren. Aber ich weiß eben, wie Jonas und Jonas ihre Drehbücher schreiben. Und die machen immer so was am Ende. So ein krasses, irgendwas Krasses passiert am Anfang. Ein simpler Aufbau. Das ist jetzt langsam, sind wir bei der Hälfte vom Video. Ich gehe davon aus, dass jetzt langsam richtig losgeht. Hundekacke. Scheißt hier in meinen Garten. Und es ist frisch. Hey! Wer bist du? Nala. Hi. Nala? Nala. Ich bin ja für den Garten zuständig. Achso, okay. Hast du in den Garten gekackt? Ich weiß jetzt nicht. Hast du in den Garten gekackt? Jonas war jetzt so, das würde so voll der Kokser sein. Safe ist am Ende so ein Koks-Dealer. Eine Kinderserie oder Erwachsenenprogramm? Ich meine, die sah aus wie 12. Schau, wie er mal so macht. Aber was machst du hier? Was macht ihr hier? Wir haben uns zusammen beworben, schon vor längerer Zeit. Ja, so, ich finde hier meinen Traumtypen. Also, ich habe mich auch schon vor längerer Zeit beworben, aber nicht im Gedanken, euch dann wieder hier zu sehen. Und vor allen Dingen, was machst du gerade hier? Ich dachte, wir wären fast... Jungs, ganz kurz, damit ihr alles rafft da draußen. Krass Klassenfahrt, die Serie, bei der ich auch mitspiele. Da spielen die drei auch mit. Die, die man jetzt gerade im Bild sieht, war so lesbisch und hatte was mit der Blonden, mit der sie jetzt gerade redet. Und die haben auch rumgemacht und so ist. Übrigens, eine meiner letzten Reaktionen, hier mal ein kurzer Ausschnitt. Nee. Die machen richtig, Digga. Die meinen es ja richtig. Und jetzt sind die auf einmal beide da und sind natürlich ein bisschen angepisst aufeinander. Vielleicht kommen die zusammen, oder? Die sind doch schon so gut wie zusammen gewesen, oder? Egal, wir schauen einfach mal weiter, was jetzt passiert. Zusammen gewesen? Dachte ich auch. Ich schwöre, schon ein bisschen peinlich. Ja, die beide was auf der Klasse, also jetzt seid ihr hier. Ja, also ich bin eigentlich nur hier, um zu gucken, ob ich auch auf Typen stehe und nicht nur auf Frauen. Aber du ja anscheinend auch. Cool. Oh, cool. Hi. Hallo, ich bin Alessia. Cordula, hi. Freut mich, Cordula, hi. Hallo. Hey, Alessia. Hi Tesla, herzlich willkommen. Hallo. Hallo Fatima. Alessia, freut mich Fatima. Schön, dass ihr da seid. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch mal einen Sekt, oder? Ja, gerne. Eigentlich wäre geil gewesen, Fatima spielt ja die asoziale Rolle. Wenn sie kommen, wir so, ey, yo! Ich muss mir tanzen. So, yo, Alter, ey! Der Überwitz. Schön. Witz daneben gegangen, ich verstehe schon. Ja. Puh, Gott, sind die alle heiß. Das hätte man mir vorhin sagen müssen. Könntest du sein. Habe ich auch schon gesagt. Ey, und ich meine aber... Ne? Okay, die letzte Person und dann geht's los, oder was, Alter? Ist ja richtig jetzt. Ja, Mann. Fett oder einfach nur schwanger? Stimmt, ich schwanger. Fett oder einfach nur schwanger? Zeig's für dich. Nein, bitte. Danke, ich bin schwanger. Nee, sorry. Mach mal Wodka. Nein, danke. Nein, nein. Absinth? Nein. Nein? Nein. Dann... Lass uns die Spiele beginnen. Okay. Gehen wir rein. Hä? Random. Wahrscheinlich eher so, ich könnte mich noch einfach schnell ausziehen. Und Jonas in der Kamera, ja, zieh dich aus. Ja, aber wenigstens hat er einen guten Körper. Es reicht. Sieht nach einer großen Orgie aus. Ah, sieht gut aus. Jungs, wir stellen uns... Du gehst jetzt. Du gehst jetzt. Deswegen sieht die Challenge wie folgt aus. Ich zieh mich einmal aus und diejenige, die runterguckt, hat verloren. Die muss gehen. Die wird stehen können, die kommt mit mir ans Stranddate.
Okay? Gut, dann stellen wir uns alle in eine Reihe einmal nach. Was zum Teufel? Zieht er jetzt seine Hose auch noch aus? Ja, man darf nicht runtergucken. Das ist so cringe. Wieso machen die das? Auf, bitte einmal ganz nach vorne. Aha, Fatima einmal ganz als erstes. Ja. Einfach eine Reihe bitte. Zack, zack, zack. Gut. Und wer zieht seine Hose jetzt aus? Auf, Fatima. Digga, haram, ja? Bis raus. Hat sich jemand auf den Schwanz geguckt oder was? Das ist natürlich nicht echt nackt. Ich hab da kein Problem mit. Tessa, guck mal, was für ein Schwarzer hat. Echt? Oh, raus. Was? Schauen die jetzt alle auf seinen Dick oder was? Ja. Scarlett. Ah! Der Baum ist. Jennifer, mach den Helikopter! Ja. Bitte mach den Helikopter noch! Ich bin mir so sicher, dass er den Helikopter machen wird. Okay, ich sehe, du hast kein Problem. Du darfst einmal bitte nach hinten, einmal warten. Dankeschön. Wenn es nach mir geht, wäre es kein Problem. Aber da für mich auch Körper und Seele dazugehören in der Beziehung, dachte ich. Beim nächsten Date bin ich dann dabei. Da freue ich mich. Ich will es nicht sehen. Ich will es nicht sehen. Ich will es nicht sehen. Ach, süß. Alles gut. Du kannst die Hände runternehmen, du kannst die Augen öffnen. Ist gar kein Problem. Du musst ja auch nicht runtergucken. So, Mädels, lass zum Strand. Boah, ich dachte, man sieht jetzt ein Ass. Na, no, das wäre so gut. Na, no, das wäre so gut. Was ist los mit dir? Nein, also. Das wäre natürlich nicht gut jetzt für mich, sondern einfach, es wäre lustig. Och Mann, du weißt, was ich meine. Und was ist hier wichtiger? Gute Gespräche oder guter Sex? Beides. Sex. Wenn ihr wollt, an der Stelle würde ich das Ganze tatsächlich dann auch beenden. Wenn ihr wollt, dass ich auf die nächste Folge auch reagiere, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben bei. 8000 Likes, 10.000, 8.000. 15. Chill, Digga. Bei 9.000 Likes reagiere ich auch auf die nächste Folge, Villa der Liebe. Ja. Gerne wieder mit Annika. Wenn ihr mehr Videos mit Annika sehen wollt, Hashtag Natanika so in die Kommentare schreiben. Ich heiße so auf Instagram, folgt mir da. Sie heißt, ach, dein Instagram wird nicht verlinkt, weil du eine gemeine. Digga, so wenig aus. Wie heißt du auf Instagram? Nathan von Goldblatt. Like dieses Video, abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert unbedingt die Glocke. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich werde hier nächste Zeit auch immer wieder streamen auf dem YouTube-Account. Und